Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Moonlighter für die Nintendo Switch. Letzte Folge haben wir ein paar Mal den Dungeon besucht, ein paar Sachen verkauft und zwei Dinge in der Stadt gekauft bzw. erbauen lassen. Und das geht einmal um die gute Tante hier unten, die uns ein paar Tränke machen würde. Den Kopf hat Saruman alles hausgemacht. Was willst du heute? Also wie man sieht, kann ich keine mehr machen, weil mir fehlen das Gelee dafür. Aber wir haben ein paar gesammelt, das ist schon mal gut. Für Verzauberung habe ich, glaube ich, nicht so viel da. Ne, da bräuchte man noch einiges. Guck mal, sieht. Benötiges. Das heißt, wir gehen jetzt mal in einen nächsten Dungeon rein und versuchen uns da dran ein paar Sachen zu finden. Will, ich habe dich im Golem-Dungeon gesehen. Irgendwas Mysteriöses gefunden? Nein, haben wir nicht. Wo ist ein Brunnen? So, wir gehen mal in den nächsten Dungeon rein. Ups, hier komme ich gleich durch. Einmal aus dem einfachen Grund. Huida! Kann ich rüberhüpfen darüber? Nee, das geht nicht, okay. Komisch. Schmied, ne, der hat natürlich auch ein paar Sachen für uns. Den besuchen wir aber später. Wir gehen jetzt zu den Dungeons und gehen nochmal in den Golem-Dungeon rein. Denn wir brauchen ein paar Sachen und diesmal verkaufen nicht alles, sondern gehen zu den Shop-Tanten und zum, wie heißt das? Zum Schmied, um zu gucken, was wir da so wirklich noch alles, kaufen können, beziehungsweise auch vielleicht unsere Ausrüstung verbessern können. So, wo wir das machen, oder müssen wir einmal hier reingehen. Wir haben ja diese Dinger da. Nutzen, die müssten wir eigentlich mal auf unser Feld legen. Ach, kann man gar nicht, okay. So. So, ein Trank, also natürlich nicht so viel, wir müssen ein paar mehr haben. So, gehen wir runter und packen das da hin. So. Huch. Nein, darauf. So, haben wir alle drin. Haben wir 5 Getränke oben, das ist gut für uns. Jetzt durchforsten wir nochmal hier schön die. Das ist ein Schild. Los geht's. Oh. Los. Oh nein. Nein. Ah, shit. Noch erwischt waren. Gut, nicht so viel fallen gelassen. Macht aber nichts. Hier oben ein Weg. Ja, komm nicht durch. Okay. Schneller hauen, damit alles klappt hier. So, wir haben ja noch ein bisschen Leben, deswegen. Hier haben wir wieder irgendwas gefunden. Hier sind Notizbücher. Heute habe ich zum ersten Mal diese mysteriösen Dungeon betreten. Sie wurden nicht weit von Rynoka entdeckt. In einem kleinen schnuckligen Dorf gleich nördlich des Kraters. Man kann sagen, dass sie recht außergewöhnlich sind. Beliebig viele Abenteurer können gleichzeitig einen Dungeon betreten. Aber jeder von ihnen muss ihn alleine erkunden. Diese Dungeons scheinen sich nach dem jeweiligen Personen auszurichten. Ein einzigartiges Labyrinth für jeden, niemals dasselbe Aufbau. Das gibt einen jedoch zu denken. Wenn sich niemand in einer Dungeon befindet, existiert er denn überhaupt? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Jetzt strömen sie alle in die Dungeons, um ihre Schätze zu erhaschen. Völlig ungeachtet der Gefahren, die vor ihren Bewohnern ausgehen. Nur für etwas Gold und Ruhm. Aber nicht ich, nein, mir geht es um die großen Fragen. Wo sind sie? Was machen sie? Warum verändern sie sich immer und immer wieder? Und warum sind sie mit sagenhaften Schätzen gefüllt? Ich bin nicht auf der Suche nach dem Was. Ich bin auf der Suche nach dem Wie und Warum. Okay, sehr viele Fragen. Wollen wir da reingehen? Ne, da ist nichts drin. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ich würde sagen, hier ist das Ende. Ja, hier geht's nicht weiter. Gehen wir zurück. Oh, können ja noch ein paar andere Wege gehen. So, dann gehen wir nach oben. Oh. Hm.
Oh, das war zu dumm von mir, aber egal. Oh, oh, der haut da gut rein. Da müssen wir aufpassen. Mal kurz was. Ah, Mist. Jetzt aber. Aber jetzt kriegst du einen. So. Sollen wir einsammeln? Und rüber. Hier gibt es noch zwei Wege. Gehen wir nach links oder nach oben? Wir gehen erstmal nach oben. Nein. Ach, das hasse ich. Oh, oh. Was ist das denn für ein mysteriöses Ding da? Gegenstand bleibt verborgen, während du in einem Dungeon bist. Okay. Zerstört Flucheffekt von einem Gegenstand, der gesagt hat, was ist da oben? Gut. Geht's auf nach links oder nach oben? Wir gehen trinken kurz mal was. Und gehen nach oben. Komm her, du. Dann links. Ah. Nein. Ah, verdammt. Die wollte ich eigentlich nicht berühren. Egal. Zack. Punkt dafür. Dafür. Aber mehr ist hier nicht, ne? Schade, schade. Aber nichts. Hier nach links. Ja, wir haben noch ein. Wir könnten theoretisch jetzt zurückgehen, aber lass uns doch mal weiter forschen. Hier war links nämlich auch noch nicht. Ich denke trotzdem mal kurz was. Was ist das? Warum verschwinden unsere Geräte? Ganze Kammern voll wertvollen Mineralien bleiben ungetestet, aber Lagerräume und Kisten mit unseren grundlegenden Geräten verschwinden regelmäßig. Was da genau kann der Kreis? Weiß ich noch gar nicht. Wisst ihr mir auch gerade nicht? Ich heilt er mich, aber jetzt bin ich natürlich geheilt. Muss mal testen. Sachen klauen hier? Ich glaube, es spinnt. Okay, wir können. Es gibt ja nur einen Weg. Okay, wo geht's da hin? Oh oh. Was passiert da jetzt? Bin gespannt. Oder vielleicht kommen wir auch nur raus wieder aus dem Dungeon. Kann ja auch sein. Wir haben in diesem Dungeon jetzt geschafft. Golem Dungeon 2. Ah, okay, wir sind eine Etage tiefer gekommen. Schauen wir, was hier steht. Das ist eines der seltsamen Geräte, die die Kreaturen hat fallen lassen. Weißt du, was ein Goldesel ist? So ungefähr funktioniert dieses Teil. Jeden Gegenstand, den man darauf platziert, verwandelt es in Gold. Super praktisch. Wenn man etwas Gold für den Anhänger benötigt. Es sieht wie ein Spiegel aus. Also nenne ich es einfach Spiegel. Je einfacher, desto besser. Ich frage mich allerdings, wohin die Dinge verschwinden, die man mit Hilfe dieses Spiegels in Gold umwandelt. Und kriege ich bei dem Tauschgeschäft überhaupt genug raus? Okay. Ach, da. Ah, okay.
Kann ich da rein und dann kommt das? Mal testen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel unten reintun. Ein Spiegel der Gegenstände in ein wenig Gold verwandelt. Ja, jetzt gerade ist ein Gold verwandelt, ich habe es gar nicht gesehen. Habe ich 300? Jetzt habe ich da oben habe ich 1730. Plus 7, okay, ist wirklich nicht viel. Aber so kann man Sachen unterwegs loswerden. Das ist natürlich sehr cool, ist, wenn man mal weiter im Tiefen im Dungeon ist und wieder ein bisschen Platz braucht. Okay, gehen wir nach links. Oh. 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 Schnell was trinken. Die Gegner werden ein bisschen anspruchsvoller. Also stärker. Hab ich noch ein Getränk? Hab ich da noch, ne? So. Oh, Dankeschön fürs Gesundheitssagen. Oh. Warte. Das ist auch unten so ein Teil. Aufpassen. Okay, ich kann ihn gar nicht treffen. Warum nicht? Ach, nur wenn er verbeult ist wahrscheinlich. Na, okay. Dann soll er mal hier gegen... Nein. Oh nein! So. Den müssen wir noch killen. Quatsch. Hassiges Viech. So, wir öffnen das mal. Alles mit. Und ich würde sagen, jetzt haben wir auch genug. Jetzt gehen wir mal zurück. Zack. Beim nächsten Gegner werden wir sterben. Und ich glaube, dann verlieren wir alle Sachen, die da drin sind. So, schauen wir mal nach, was wir alles erbeutet haben. Und laufen damit einfach mal zum Schmied. Wir können ja erstmal alles mitnehmen. Gucken, ob wir Platz genug haben. So. Ja. Das ist der Schmied, der hat auch nachts auf. Workaholic. Gut siehst du heute aus, Will. Wie kann ich dir helfen? Natürlich da. Ah, okay. Ja, davon brauchen wir ein bisschen mehr. Haben wir gar nichts von? Haben wir einiges von? Boah, Pfeil und Bogen, dauert noch ein bisschen. Eine Rüstung. Leider auch noch nichts davon. Macht ja aber nichts. Können wir mal ganz kurz nochmal. Können wir mal ganz kurz gucken, was wir für unsere. Wie viel brauchen wir auf jeden Fall? 5 von den Barren und. Okay. Die Rüstung bräuchten wir. Eine Goldmanne kann ich dir nicht helfen, okay. Irgendwas. Ach, man kann es zur Wunschliste zufügen. Das ist natürlich gut. Dann machen wir so. Dann wissen wir, was wir brauchen. So. Wir holen uns aber noch ein paar Getränke, denn die haben wir definitiv bei ihr. Also können wir definitiv ein paar holen. Und wir haben so ein paar von den Sachen eingesammelt. Getränke sind wichtig. So, 7 haben wir davon. Okay. Befestigen wir? Oh, teuer. Welche lieber her ist billiger.
Los. Super, haben wir bekommen. Perfekt. Und gleich ausrüsten. Gut, jetzt gehen wir zurück an unseren Laden und werden noch ein paar Dinge verkaufen müssen. Damit wir überhaupt auch was studieren sollen. Wir können auch in die Stadt investieren. Was können wir noch investieren? Oh, wer ist das denn? Was, oh, Limmer Scham. Keine Lust mehr in Dungeons nach Gegenständen zu suchen. Du lässt die Arbeit lieber den Profis. Okay, das, den brauchen wir jetzt nicht. Den haben wir schon. Okay, warten wir noch ein bisschen ab. So viel Geld haben wir noch nicht. Können wir uns nicht leisten. So. Gucken wir, was wir hier reinpacken können. Fallstein, komm, die packen wir mal rein, was wir dafür bekommen können. Bin mir nicht sicher, wir machen mal, sportlich, ne? Sagen wir mal 400 für so ein Ding. Noch. So. So, das sind die mit den Sternen, sind die, die wir brauchen für unsere Sachen, ne? Die Lampe. Und? Obwohl, wir können das mal so lassen. Mal öffnen hier. Können wir nicht, ist ja mitten in der Nacht. Machen wir halt kurz eine Runde. Am nächsten Tag öffnen wir unseren Laden. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Musik ist irgendwie süß. So, kommt rein. Der Laden ist geöffnet. Die feinsten Waren. Kauft. Natürlich nicht viel, ne? Aber nichts. Scheint nicht so viel Interesse zu stoßen hier. Oh, ist mir gespannt da links. Geht auch. Super, also war gar nicht so verkehrt der Preis. Auch gekauft wird? Weiß es nicht. Okay. Ah, es ist eigentlich viel. Dann können wir noch mal hier ein paar andere Sachen bekommen. Nachfrage, sag ich mal, Angebot und Nachfrage. Ah, okay. Hier? Das? Okay, müssen wir schon anpreisen, anpassen die Preise. Aber hin. So. Da ist wieder was drin für euch. Kauft es, kauft es, kauft es. Je nachdem, wenn wir einfach mal die Stadt ein bisschen durchforsten. Mal sehen, was da noch so gibt. Komm ran da. Wo kriegt man sonst ein abgebrochenes Schwert für diesen Preis? Nirgendwo, sag ich euch, nirgendwo. Ich bin's, der verrückte Schanzen mit den verrückten Preisen. Echt, ist immer noch zu viel?
Das ist aber gut, ne? Gut. Oh, warte. Ich muss mal den Preis ändern kurz. Scheint nicht so gut zu laufen. So. Los, schnapp dir das jetzt. Echt? Hast du viel? Ja. 100 Roller. Jetzt ist es wirklich ein Schnapper. Jetzt ist es ein Schnapper, Leute. Jetzt lohnt sich's richtig. Echt? Vielleicht also ist für irgendwas gut hier, aber irgendwie. Vielleicht ist es ein gutes für Materialien für irgendwas. So. Tag ist gelaufen. Was haben wir eingenommen? Schauen wir nochmal. 1600. Wir hatten schon mal mehr. Macht ja aber nichts. Müssen auf jeden Fall unseren Rucksack mal irgendwann vergrößern. Wissen wir mal, ob wir das nicht können. Wenn wir. Der Schmied, den vergrößern kann? Also, wir müssen auf jeden Fall ein paar Sachen sammeln. Wir brauchen noch das und das. Okay. Was brauchen wir denn für. Für so einen Bogen? Guck mal, so einen bräuchte man ja auch erstmal, ne? Haben wir nicht, aber wir können mal zu den Favoriten packen. Okay. Das muss ja bestimmt auch irgendjemand geben, der mir irgendwie meine Taschen mal vergrößern kann irgendwann. Nur 20 Sachen an der Tasche, das ist natürlich nicht so viel. Den finden wir bestimmt noch. Ja. Der hölzerne Hut. Ob sie irgendwas für eine Verdauung für uns hat? Also. Rüstung haben wir ja noch nicht. Können wir also noch nicht. Das könnte sie uns aber verzaubern. Wenn wir auf 27 steigen. Das machen wir mal. Fuck. Und von 27 auf 34. Auch mal. Die Kohle gewesen? Was soll's? Kann ich mir einen Besen machen? Kann ich den Besen auch noch verzaubern? Macht das keinen Sinn, oder? Wie mir schneller fegen kann. So, wir gehen nochmal alle zusammen in den Dungeon rein. Habt ihr Lust? Ich glaube schon. Wir machen es nochmal schnell einen kleinen Dungeon. Wo wir da noch mehr raus können. Vielleicht kommen wir auch direkt in die zweite. Und in die zweite Stufe kann man wahrscheinlich nicht direkt reinkommen. Muss wahrscheinlich die erste immer noch erst schaffen und die zweite Stufe kommt. Ich weiß es nicht. Jetzt mal. Wow! Ist ein niedliches kleines Spiel, ne, muss man sagen. Also irgendwie macht es mir Spaß. So ein bisschen ist gechillt gerade noch, aber die Gegner werden bestimmt schon anspruchsvoller werden. Davon gehe ich einfach mal aus. Golem 1, okay. Ah, guck mal. So, wir wollen ein bisschen mehr Schaden machen auf jeden Fall. Der gut ist. Rüber. So. Nur so viel Platz. Aber wir können. Einen Spiegel werfen, ne? Da können wir die auch stapeln. Platz haben.
eigentlich nicht. Gleiche? Oh, anscheinend nicht. Okay. So. Haben wir ein bisschen Platz? Gehen wir ins nächste Tor rein. Sagen. So. Oben rein. Viele Sachen können wir nicht mehr tragen. Kurz nochmal. Na, nicht wirklich viel drin hier. Links. Okay, noch können wir stapeln hier. Was ist da unten denn? Was ist das da unten denn? Okay. Das hier. Verzehrt alles. Warte mal. Bitte. Okay. Mal kurz hier reingehen. Der Saft ist da. Ich kann die nicht einsammeln, weil ich muss die Blätter aber haben. Ich weiß nicht, warum ich brauche sie. Okay. Aber warum wir jetzt reinkommen, weiß ich auch nicht. Eine kleine Warp-Zone, ne? Hier war der. Oh. Oh. Mann. Sachen, aber wir können auch gleich mal zurückbeamen. Ja, nochmal hier raus, ne? Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück nach Hause. Und bringen das in unseren Shop. Eventuell auch in unsere Kiste. Einfach nur aus dem Grund, weil wir jetzt wirklich sehr viel gesammelt haben. Und ja, ich glaube, ist ganz wichtig. Bevor wir zum Shop gehen, rennen wir noch mal kurz zum Schmied. Ich muss einmal kurz gucken. Kann ich doch auch hier sehen, ne? Favoriten oben. Soldatenschwert. Guck mal, das kann ich noch nicht machen. Benötige ich noch so ein Ding. Aber und die Rüstung können wir auch noch nicht machen. Aber wir können den Eisenhelm schon mal machen. Das machen wir doch glatt. Wir können schon machen den Eisenhelm, klar. Ich habe keine Kohle. Okay, ja, okay, das reicht. Dafür empfehlen wir Penunzen. Hat er recht. So. Muss er hier verticken können. Hm? Keine Ahnung, was wir dafür bekommen. Wir testen es einfach mal. Öffnen den Laden. Gucken, was passiert. Da stehen wir schon im Weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar was erkaufen, auf jeden Fall.
Okay, diese anderen Dinger könnte man ein bisschen mehr Kohle für kriegen. Oh, nochmal, warte mal. Da können wir auf jeden Fall mehr für bekommen. 150 draus. Hier. Keine Ahnung, was wir für diese Blätter bekommen. Aber wir setzen sie einfach mal rein und setzen sie für 200 rein. Oder? Finde ich gut. Genau, dann haben wir hier oben aber noch. Lassen wir so drin für den Preis. So, können die nächsten kommen. Bin gespannt. Die scheinen günstig zu sein, die Blätter, wie ich sie angeboten habe. So ist das. Man kann sich immer alles allen recht machen. So, hol mal die letzten Dinger da, damit ich mal zum Schmied eiern kann. Mehr habe ich leider nicht zum Verkauf, Leute. Wir haben ein Leben. So, laden es zu, raus hier. Genommen, gut. Jetzt zum Schmied nochmal laufen. Machen wir mal die Rüstung klar, die wir da kaufen konnten. Den hier zum Beispiel, den kaufen wir jetzt aber mal. Wie viel die benutzen, wie das kostet? 4000, scheiße, da hab ich gar nicht drauf geachtet. 4000 durch viel, ne? Davon können wir leider auch noch nichts machen. Was ist denn überhaupt? Eine Speer. Speer können wir bauen. Wir könnten auch Handschuhe bauen. Wozu braucht man die Handschuhe? Vielleicht zum Schlagen oder so, ne? So, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zurück. Packen das alles in unsere Kiste. Und hauen dann nochmal in ein Dungeon ab. Bloß wir brauchen nur ein bisschen Platz machen. Packen wir die hier in die Kiste. Drüben haben. So. Und los geht's. Also bevor wir verlassen, gehen wir noch schnell zur Alchemistin und lassen noch zwei, drei Getränke mitgeben. Ach guck mal, ich muss das gar nicht dabei haben, wenn ich die Sachen hier kaufe. Ja, natürlich ideal. Da sehe ich das gerade falsch. Ich habe ja nichts. Das habe ich ja nicht dabei gehabt gerade, ne? Also Verwandlungen machen kannst du noch. Kann ich das noch höher machen? Machen wir nochmal. Okay. Perfekt. So, jetzt gehen wir schnell mal in den Dungeon rein. Wenn ihr noch Lust habt, machen wir noch mal schnell ein paar Minuten. Sammeln noch ein bisschen Kohle ein. Hier machen wir jetzt gerade noch nicht so viel Kohle, wie man sieht. Aber danach, ich glaube, wenn wir jetzt hier hochgehen, machen wir mal richtig. So. Gespannt. Los geht's. So. Ich muss so schnell laufen auf dem Rahmen hier, aber das macht ja nichts. Ah, Mist. Ach, komm. Fällt mir gerade ein. Sollte vielleicht mein Getränk hier unten reinlegen. Nee.
So, gehen wir hier hoch. Ach man. Ist doch echt ein. Ja. Ich bin die Waffe gewechselt zu einem Schrott. Nein! Wo macht er das? Man kann auch runterfallen, hätte ich es gar nicht gedacht. Na gut, aber klar, wäre auch dumm gewesen, wenn ich runterfallen könnte. Okay. So viel zu holen hier. Zurück. Da oben. Tag, Röhre mit. Das nächste Tor. Das, was wir schon mal gelesen haben, das gleiche nochmal. Komm, verschwinden. Ja, okay. Ja. Ach, guck mal, hier kann ich mein Leben wiederholen. Sieht man das? Habe ich mir doch schon gedacht. Ja, gut. Da, ein Getränk. Und noch eins. Drin ist. Hier schon muss links oder rechts in der Tasche sein. Okay. Warum müssen das links oder rechts in der Tasche sein? Verstehe ich nicht. So. Merkwürdig, oder? Na gut. Brauchen die ihre Bereiche auch? Okay. Ah. Okay, da geht's nächsten eine Etage tiefer. Das machen wir mal. Ein paar höherlevelige Sachen. Beziehungsweise höherwertige Sachen. Okay, wo gehen wir längs? Die Frage. Unten oben, oder links oben? Gehen erstmal oben. Ah, Mann! Ah! Bin hier. Verdammt. Ich muss schon aufpassen hier. Ah! So. War ja meine eigene Schuld, ne? War ja meine eigene Schuld. Also kann ich den nicht mal verübeln. Wir trinken mal was. So, wir machen nochmal hier sicherheitshalber ein paar. Mal rein. Ach, ach, guck mal. Passt ja perfekt. Für uns zumindest. Hier. Es ist, als würden wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. Jedes Mal, wenn sich niemand mehr in einem der Raum befindet, verschwindet er. An seiner Stelle finden wir dann einen identischen Raum, der völlig leergeräumt wurde. Ah. So. Nächste Etage runter. Und die mitnehmen, oder? Okay.
Hat schon ganz schön was zu tun hier, der gute Mann. Oh, Golem Dungeon 3. So, guck mal, was hier steht. Ein weiterer Gegenstand fiel neben der seltsamen Kreatur zu Boden. Etwas einfacher zu verstehen als der Spiegel. Ähnlich unserer Anhänger kann man damit ein Portal nach draußen öffnen, aus dem Dungeon zu entkommen. Aber es ist noch mehr. Dieses Portal bleibt auch nach der Verwendung geöffnet. Das heißt, man kann zwischen den beiden Orten hin und her reisen. Einfach unglaublich, unglaublich nützlich. Nennen wir dieses Gegenstand auch einfach das erste Katalysator. Ein kleiner Tipp, er verschlingt mehr Gold als unsere Anhänger. Okay. Oh, 2000? Gut. Naja, aber wenn man wieder zur gleichen Stelle zurückkommen kann, ist es ja ideal. So, wir gehen nochmal eine Etage weiter hier. Eine schon mal. Oh nein, 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 nein! Oh, das hat ein Schild, okay. Was hier drin ist? Hör mit, was ist das? Der Gegenstand in gezeigter Richtung sofort hin. Aha, okay. Gespaced. Na dumm. So, was ist das? Bei Rückkehr wird Gegenstand in gezeigter Richtung zu diesem. Aha. Das ist natürlich praktisch. Das, wenn ich den jetzt irgendwo hinsetze. Ich noch mal ein, okay. Ein hier. Warte mal. Müssen wir doch auch. Gleich weg. Perfekt. So, und wir nehmen. Ohne Werkzeug, das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist doch so. So, und jetzt würde ich jetzt sagen, reisen wir mal lieber zurück. Sicher ist sicher. Schuhe ist Schuhe. Haben wir einige Sachen eingesammelt. Ob wir die alle gebrauchen können, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen. Wir schauen mal. So. Gehen wir mal. Gehen wir erstmal in unseren Shop. Kaufen können wir nämlich nichts. Ich kaum Kohle. So, nur gucken, was wir verkaufen können. Also. Brauchen wir? Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Den Preis, glaube ich. So, warte, ich mach schon mal auf hier. Wir kaufen gleich noch mehr. War. Golem-Entwürfe, alte Golem-Entwürfe. So, testen wir mal. Thank you.
Kohle kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Noch zu billig, ne? Müssen wir höher verkaufen das nächste Mal. Müssen wir dran denken. Super. Okay, was haben wir noch so da, was wir finden können? Ja. Wir haben diese Golem-Würfe haben. Wollen wir dafür für, haben? Ich will dafür 1000 haben. Haben wir noch hier? So wollen wir 1000 haben. Fiebel. Erstens mal. Aber gucken. Was gab's denn da in Notiz? Oh, der war echt günstig verkauft. So, Golem. Golem Entwürfe zum Beispiel. Runenwerkzeug. Was Geld, glaube ich, bekommen kann. Jetzt erstens mal. Leute es kaufen oder nicht? Ja. Okay. Tatsächlich. Einfach verkauft, okay. Ach, dann bin ich den Preis ja gar nicht so schlecht gewesen. Was passt denn da? War zu viel Geld? Mal auf 0. Hier machen wir mal. 700. Bin ich mal gespannt. Oh, so eine Fiebel, die willst du bestimmt haben. Nee. Okay, also. Hier drüben machen wir 600. Ah. 500 raus. So. Was? 500 ist immer zu viel? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. 1A Fiebel. Okay, ist immer noch zu viel Geld? Gut. Wer wollte es so? So. Jetzt kauft ihr es da, ihr Spinner. Zu günstig. Hätte mal für 400 verkaufen können wahrscheinlich. So. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Alkohol eingenommen. Nicht sehr viel, aber immerhin ein bisschen. Hier rein. Nehmen wir kurz alles mit. Gehen wir mal runter zu den Läden. Mal zumachen. Du. Das wird eine lange Folge heute, muss ich zugeben. Tut mir leid. Oh, guck mal, 300.000 eingenommen. Ist gut. So. Okay, also. Die könnte er mir machen, aber ich habe noch keine 4.000. Hier brauchen wir 1.000. Wird er mir das machen? Perfekt. Jetzt wollen wir das hier auch noch haben. Das sind 4.000. So viel Geld haben wir leider nicht. Aber wir haben schon ordentlich was erreicht. Wir rennen jetzt mal hier rüber zur Zauberin nochmal. Zauberin, Zauberin, Zauberin. So, dafür machen wir auch mal ein Stück. Mist, ich wollte noch was anderes fragen. Komm her. Verzauberung. Quatsch. Was ist die Ausrüstung, die ich schon hatte? Habe ich die normal gemacht? Das war behindert.
Quasi, oder? Mal gucken. Gerade veräppeln lassen da. Zweimal, das war natürlich bescheuert, habe ich gar nicht gesehen. Hätte ich mal vergleichen sollen, jetzt habe ich mir natürlich nochmal die gleiche Rüstung machen lassen. Kann ich auch nicht verkaufen an ihn. Weiß ich noch nicht, wo rein. Hier rüber und hier darüber. Dann müssen wir nochmal gucken, das war ja wirklich blöd, wenn wir gerade eine. Kann ich die jetzt nehmen? Okay, das ist die alte Rüstung, also die neue Rüstung. Das ist die alte, die eigentlich besser war. Super. Also können wir hier reingehen. Die Rüstung wieder rüberjagen. Zack. Mann, was machst du denn da? Alles rüber. Außerdem. So. Gut, einiges geschafft heute. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Kohle machen. Kohle machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.